Ich kann mich alle gut hören. Heute gehen wir weiter mit unserem Thema, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, nämlich über die Person des Maschiach und was ein Maschiach aus Sicht des Judentums ausmacht und woher wir das lernen. Also wir haben das letzte Mal schon einige Eigenschaften genannt. Ich muss nur kurz diese Eigenschaften finden, wo sie hier in den Quellen sind. Hier haben wir das schon. So. Ist auf Englisch, aber das können wir übersetzen, das ist nicht so schlimm. Also, es gibt einige Bedingungen, die aus der Sicht unserer Weisen der Moschiach zu erfüllen hat. Wir haben das letzte Mal schon, glaube ich, sind wir alle Bedingungen durchgegangen. Heute wird unsere Aufgabe sein, diese Bedingungen nachzuweisen. Also wo finden wir im Talmud, dass das tatsächlich die Bedingungen sind? Und wie sieht es aus mit den anderen Propheten? Also wie sieht es aus im konkreten Fall mit Jesus, ja, der bekanntlich aus Sicht des Judentums nicht als Messias angesehen wird? Und ich glaube, aus dem Vortrag selber wird man herausfinden können, warum aus Sicht des Judentums, welche Eigenschaften Jesus nicht erfüllt hat, um als Maschiach nach der jüdischen Interpretation zu gelten. Gut, auf jeden Fall, die erste Sache, wie gesagt, ist, der Maschiach muss aus dem Hause David stammen. Also er muss ein Nachkomme von König David sein. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, der Grund dafür ist, weil in dem Samen von David liegt der Same von Jehuda. Und der Stamm Jehuda hat eine besondere Bracha bekommen, einen Segen bekommen, dass der Stamm Jehuda das Königtum tragen wird. Und wir haben das letzte Mal auch gesagt, was der Grund dafür ist. Und wir haben gesagt, dass der König aus der Sicht der Tora nur derjenige ist, der in der Lage ist, seine Fehler einzusehen. Ja, wir haben das letzte Mal auch gesprochen, wie Jehuda, wir haben zwei Fälle genannt, wie Jehuda seine Fehler eingesehen hat, in der Öffentlichkeit seine Fehler eingesehen hat. Und jemand, der die Bereitschaft zeigt auf Veränderung und Verbesserung, er kann ein König sein. Nur er kann ein König sein. Ein König, der der Meinung ist, dass er alles besser weiß, ist aus der Sicht des Judentums kein wahrhaftiger König. Und die Nachkommen von Jehuda, davon geht die Tora aus, haben sozusagen in ihrem Samen, ja, in ihren Genen, komisch es auch klingen mag, aber die haben in ihren Genen diese Bracha. Übrigens vielleicht als Nebenbemerkung, dieses Konzept von, dass man etwas in seinen Genen hat, ist eigentlich ein biblisch basiertes Konzept. Es wurde selbstverständlich durch den Nationalsozialismus wurde das sehr perversiert, sodass, wenn man heute sagt, jemand hat etwas in den Genen von jemandem davor und andere können das nicht haben, dann hat das immer so einen negativen Beigeschmack. Aber nur weil der Nationalsozialismus das so perversiert hat, heißt es nicht, dass die Bibel das nicht verwenden kann. Also sich der Tora gibt es das Konzept von etwas in den Genen haben. Und da sieht man vor allem bei den Segenssprüchen, die die 12 Stämme bekommen haben. Jeder von den Stämmen hat einen Segen bekommen, weil diese Kraft, die dieser Stammvater bekommen hat, ob das jetzt der Stamm Jehuda war, Stamm Benjamin, Stamm Josef, welcher Stamm auch immer das war, jeder hat sowohl von Jakob als auch später von Moses eine Bracha bekommen. Ja, also einen Segensspruch. Und dieser Segensspruch macht diesen Stamm aus. Das heißt, die Menschen, die aus diesem Stamm stammen, die haben diese Eigenschaften in ihren Genen, ja, sozusagen in ihrem Blut. Jetzt, das bedeutet nicht, dass jeder, der von Jehuda stammt, auch ein König ist. Das bedeutet nur, dass das Potenzial dazu ein viel stärkeres ist als bei jemand anderem. Ja, dasselbe gilt auch zum Beispiel, was die Sternzeichen angeht. Das heißt, wir machen einen kleinen Abschweifer, aber weil das hier erwähnt wird, glaube ich, das ist wichtig, nochmal zu artikulieren, dass auch im Judentum gibt es so ein Konzept wie Sternzeichen, dass jemand unter einem gewissen Sternzeichen geboren ist. Und dieses Sternzeichen beeinflusst diesen Menschen. Ja, der Talmud,
selber beschreibt, sich stützend auf die Astrologie der talmudischen Zeit, dass gewisse Sternzeichen gewisse Eigenschaften, über gewisse Eigenschaften in den Menschen aussagen. Aber was der Mensch aus den Eigenschaften macht, ist schon dem Menschen überlassen. Wie gesagt, der Stamm Yehuda hat die Eigenschaft, dass er das Potenzial hat, ein Führer zu werden, ein Königtum aufzubauen. Ob er im Endeffekt ein Führer von Banditen wird oder ein Führer von gerechten Menschen, das hängt schon von jedem Individuum selber ab. Aber dass er ein Potenzial auf Führerschaft hat, das ist etwas, was in den Genen der, der Nachkommen von Yehuda liegt. Und deswegen ist das sozusagen als Grundvoraussetzung für das Sein des Mashiach. Ja, als Beispiel nur zu nennen, der Talmud sagt, dass jeder, der im Monat im Sternzeichen des Krebses geboren ist, ja, so sagt der Talmud, jeder, der im Sternzeichen des Krebses geboren ist, sagt der Talmud, ist blutrünstig. Ja, ist blutrünstig. So sagt der Talmud, dass er gerne Blut mag. Und der Talmud sagt, was bedeutet das, dass er gerne Blut mag? Sagt der Talmud, da gibt es drei Varianten. Entweder wird er ein Mörder, er hat ein Potenzial zu einem Mörder. Jemand, der im Sternzeichen Krebs geboren ist, kann ein Mörder werden. Oder, sagt der Talmud, er kann ein Mohel werden. Also er kann jemand werden, der Beschneidungen durchführt. Oder er kann ein Schochet werden. Jemand, der Tiere schlachtet. Ja? Also es gibt verschiedene Varianten, was genau diese Person werden kann. Aber wir sehen, dass wie auch immer sein Potenzial ausbaut, wie auch immer er das leitet, in welche Richtung, das hängt schon von jedem einzelnen Individuum ab. Manch einer wird ein Mörder, manch einer wird ein Beschneider von Kindern, manch einer wird ein schlachte Tiere, ja, wird ein Fleischer. Ja, aber auf jeden Fall, das Potenzial liegt da. Das ist, was der Talmud aussagen möchte. Und dasselbe gilt auch im Könighaus Davids. Wenn jemand ein Nachkomme Davids ist oder im Genauen ein Nachkomme von Yehuda ist, der kann tatsächlich auch der König werden. Ja, also so viel das. Die zweite Sache, wie gesagt, er muss ein Torah-Gelehrter sein. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass Torah-Gelehrsamkeit eine Grundvoraussetzung ist von dem Mashiach. Da habe ich das nicht so sehr erläutert, warum. Ich glaube, heute ist der richtige Moment, um das zu erläutern. Also, ich glaube, jeder versteht, dass Torah-Gelehrsamkeit zwei Sachen mit sich bringt. Zunächst einmal, aus der Sicht unserer Weisen, ist Torah-Gelehrsamkeit das Mittel, um Gott verstehen zu können. Ja? Ein Mensch kann aus der Sicht unserer Weisen Gott nicht verstehen, wenn er keine Torah lernt. Ja, das ist ganz klar, das steht im Talmud, was ist der Unterschied zwischen der Generation vor der Übergabe der Torah und nach der Übergabe der Torah? Ja, worin unterscheiden sich diese beiden Generationen? In der Talmud, dass vor der Übergabe der Torah konnte jeder einer in die Natur schauen und Gott erkennen. Ja, so wie Abraham oder Isaac oder Jakob, die hatten keine Torah in dem Sinne, wie wir sie heute haben, sondern sie haben einfach in die Natur geschaut. Entschuldigung, da ist meine Tochter gekommen. Entschuldigen Sie, ich muss sie kurz wegbringen. Verzeihen Sie bitte. Bitte um Verzeihung, da war meine Tochter kurz da und sie wollte sich zu uns gesellen, aber es ist schon Zeit, für sie schlafen zu gehen. Gut, also kommen wir zurück. Also er muss ein Torah-Gelehrter sein. Und wir haben gesagt, weil Abraham, Isaac und Jakob,
haben Gott verstanden, Gott gesehen, auch ohne der Tora. Ja, sie hatten eine Art der Gotteserfahrung, die man aus der Natur herausbekommen kann. Aber der Talmud sagt, dass nach der Übergabe der Tora hat sich Gott verborgen aus der Natur. Also Gott ist nicht mehr so erkennbar in der Natur, wie er zur Zeit der Vorväter war. So sehen das unsere Weisen und sagen, und wie ist Gott nun erkennbar? Sagen die Weisen, Gott ist durch die Tora erkennbar. Die Tora ist das Mittel, wie man Gottes Wege verstehen kann, wie man Gottes Wege lernen kann. Und aus diesem Grund, ein Moschiach, jemand, der religiöse Führer per se des jüdischen Volkes, es ist doch selbstverständlich, dass er die Wege Gottes kennen muss. Also muss er ein Tora-Gelehrter sein. Das ist eine Sache. Also Tora-Gelehrsamkeit ist etwas, was Gottes Erkennung gibt. Aber die andere Sache, die die Tora-Gelehrsamkeit gibt, das ist, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber das ist Frömmigkeit und gute Eigenschaft. Dann ist auch eine sehr wichtige Sache, die man verstehen muss. Aus der Sicht unserer Weisen ist die Tora das einzige Mittel, was den Menschen vervollkommnen kann. Vervollkommnen. Ja, ich möchte das erläutern. Die Weisen im Tetherwort, in den Sprüchen der Väter, sagen folgenden sehr merkwürdigen Ausspruch. Sie sagen, ohne Ethik gibt es keine Tora. Und ohne Tora gibt es keine Ethik. Ja, also das ist sehr schwierig. Wie soll man das verstehen? Wenn man sagt, ohne Ethik gibt es keine Tora, dann hört es sich so an, als ob die Ethik ist die Grundvoraussetzung. Ja? Ein ethisches Verständnis, eine ethische Erkennung des Menschen, etwas, ja, sag ich mal, empirisches. Ja, das ist etwas, was zu Tora bringt. Jemand, der keine Grundkenntnisse eines ethischen Menschen besitzt oder keine Benimmregel eines ethischen Menschen besitzt, der kann keine Tora lernen. So würde ich erklären, wenn es heißt, ohne Ethik ist keine Tora. Aber wenn dem so ist, dann wie kann man sagen, ohne Tora gibt es keine Ethik? Also aus dieser Aussage hört man, dass die Tora ist die Grundvoraussetzung für die Ethik. Bemerkt, der Kommentator Rabbeinu Yona hat gelebt im 13. Jahrhundert, er war ein früher Kommentator des Talmud auch und der rabbinischen Schriften. Und er erklärt, es gibt zwei Arten von Ethiken. Wir haben schon das letzte Mal darüber geredet. Es gibt eine Ethik, die der Mensch von sich heraus verstehen kann, und es gibt eine Ethik, die der Mensch nur durch die Tora erkennen kann. Ja? Und diese zweite Sorte der Ethik, die der Mensch durch die Tora erkennen kann, die wird im Endeffekt den Menschen vervollkommen. Ja, also unsere Weisen sehen, dass ein Mensch ohne Tora kann kein vollkommen guter Mensch sein. Ja? Er kann die Grundvoraussetzungen eines guten Menschen erfüllen, und das ist meistens so, wenn ein Mensch nachdenkt und in seine Gesellschaft schaut und überlegt, wie können wir eine gute Gesellschaft aufbauen, dann glaube ich, dass er eine Ethik heraufbeschwören kann, die dem Menschen natürlich gegeben ist. Ja, ich möchte Ihnen ein einfaches Beispiel geben aus der Geschichte. Ja, die Köpfe der Aufklärung, sowohl der allgemeinen europäischen Aufklärung als auch der jüdischen Aufklärung, jetzt ausgenommen Moses Mendelssohn, waren im Grunde viele von ihnen, ich kann nicht sagen alle, aber viele von ihnen waren Gegner einer straffen, konservativen Religion. Also Aufklärung kam parallel mit einer Reform der Religion. Ja, auch Mendelssohn hat auf eine gewisse Art und Weise die Religion reformiert, aber es wäre ungerecht, ihn als Reformjuden zu bezeichnen. Also er war nicht der Reformjude im klassischen Sinne, er war ein Vordenker der Reform, das ist außer Frage, aber selber eine Reformrabbiner war er nicht. Aber als Denker und als Wegbereiter der jüdischen Aufklärung hat er neue Wege versucht zu finden, wie das Judentum neu interpretiert werden kann,
im Rahmen der allgemeinen europäischen Aufklärung. Und die allgemeine europäische Aufklärung basierte sehr viel auf dem menschlichen Rational. Also was der Mensch von sich aus als logisch und gut und richtig für die Gesellschaft nachvollzieht. Also ein Mensch kann gut sein, auch ohne Tora. Ja, das sehen wir. Es gibt Menschen, die sind gut, auch ohne Tora. Aber ein Mensch kann nicht vollkommen sein ohne Tora. Das muss unsere Weisen hier bemerken. Ja, ein Mensch kann ohne Tora nicht vollkommen sein. Das heißt nicht unbedingt, dass die Tora jeden vollkommen machen wird. Ein Zugang, wie man die Tora lernt. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, aber im Tora-Studium selber gibt es zwei Arten des Lernens. Es gibt das sogenannte Tora-Lishma und das Tora-Lolishma. Das Tora-Lishma, das ist das Tora-Lernen um des eigenen Zweckes willen. Das bedeutet, dass man lernt Tora, weil man Gott verstehen möchte. Man möchte wissen, was möchte er von mir, was möchte er von der Welt. Das ist Tora-Lishma. So eine Tora verbessert auch den Menschen. Eine Tora Lolishma ist eine Tora, die andere Motivation hat. Sagen wir, ein Mensch lernt Tora, weil seine Eltern das von ihm so möchten. Oder ein Mensch lernt Tora, weil er ein Rabbiner werden möchte. Ja? Also es geht ihm nicht um das Verständnis Gottes, es geht ihm einfach um eine Ausbildung. Genauso wie er, einen Beruf erlernen könnte, anstelle dessen sich entschieden, Rabbiner zu werden. Ja, dann ist das Lernen zum Rabbinat, wenn das einzige Ziel ist nur der Beruf Rabbiner, ist ein Tora Lolishma. Das ist ein Tora, was nicht mit einem guten Zwecke ist. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es zu genüge Rabbiner gibt, die zwar Rabbiner sind, aber nicht unbedingt sich die Rabbiner benehmen. Ja, weil Tora Studium selber hat nicht immer damit zu tun, ein besserer Mensch zu werden. Ja? Also Torah, wenn man sie nicht schmal lernt und das eigene Zweckes will, ja, man lernt sie, weil man Gott verstehen möchte. Ja, manchmal wird jemand ein Rabbiner, weil er Gott verstehen möchte und das den Menschen nahebringen möchte. Manchmal wird jemand ein Rabbiner, weil er das als guten Beruf ansieht. Ich glaube, das ist so in jeder Religion. Manchmal wird jemand Priester, weil er wirklich eine Gottesnähe haben möchte. Und manchmal wird jemand Priester, weil das aus irgendwelchen anderen Motivationen für ihn das Richtige ist. Also das ist immer sehr viel abhängig von dem Zugang des Menschen. Aber Torah Lolishma, ein Torah, was mit anderen Zielen gelernt wird, wird den Menschen nicht zum Guten bringen, wird den Menschen nicht beeinflussen, wird den Menschen nicht einen besseren Menschen machen. Aber Torah Lishma ist die Torah, von der unsere Weisen sagen, ohne Torah keine Ethik. Das heißt, es gibt eine menschliche Ethik, die von vornherein da ist, aber es gibt auch die Ethik, die der Mensch nur durch die Tora erreichen kann, die sie vollkommen erreichen kann. Das ist der zweite Grund, warum Mashiach ein Tora-Gelehrter wird. Also zum nächsten Mal muss er Gott verstehen. Ja, ohne Tora-Gelehrsamkeit kann er Gott nicht verstehen. So wie auch König Shlomo sagt in den Sprüchen. Er geschrieben, Loi Amaaretz Kossi. Das bedeutet, ein Ungelehrter kann kein Gerechter sein. Ja, ein Ungelehrter kann nicht wissen, was Gott möchte von der Welt. Ja, deswegen also, Gelehrsamkeit führt zu Gottesverständnis und Gelehrsamkeit führt zu Vollkommenheit. Das sind die zwei Gründe, warum der Mashiach Torah lernen muss. Und jetzt haben wir erklärt, nicht nur einfach Torah lernen, sondern er muss Torah Lishma lernen. Er muss Torah lernen um des eigenen Zweckes lernen. Er muss wirklich lernen, weil er Gott verstehen möchte. Interessanterweise, weil wir schon zu dem Thema gekommen sind, gibt es ein Statement im Talmud, das psychologisch sehr interessant ist. Der Talmud sagt, dass der Mensch soll immer anfangen, Torah Lolishma zu lernen, damit er im Endeffekt zu Torah Lishma kommt. In anderen Worten, der Mensch soll anfangen, Torah mit irgendwelchen äußeren Motivationen zu lernen, mit der Hoffnung, dass er im Endeffekt irgendwann dazu kommt, die Torah auch für den eigenen Zweck zu lernen. Ja, und die Kommentatoren fragen sich, wie soll das funktionieren? Wenn der Mensch von Anfang an beginnt, Torah Lolishma zu lernen, also nicht den eigenen Zweck, sondern sagen wir, jemand will Torah lernen, weil er ein großer Gelehrter ist und möchte, dass man ihn ehrt. Ja, also jemand strebt nach Ehre,
Und dann denken sie, Zerah ist ein gutes Mittel, um Ehre zu bekommen. Ja, wer sagt, dass er im Endeffekt Torah Lishma lernen wird? Wer sagt das? Ja, vielleicht wird er Torah lernen, um Ehre zu bekommen, wird immer sein Mensch bleiben, immer nach Ehre rennen. Wer sagt, wie kann der Talmud so sagen, dass von Torah Lo Lishma kommt Torah Lishma? Und der Talmud eigentlich spricht über sehr interessante, sowohl psychologische für Menschen aus, aber auch in der Kraft der Torah. Talmud behauptet, diese Aussage, dass das Torah-Studium so interessant ist und den Menschen wie ein Treibsand in sich führt, dass sogar wenn der Mensch die Anfangsmotivation, die er hat, sind nicht besonders koscher, aber beim Lernen selber wird er sich mit Fragen beschäftigen, die nicht unbedingt zur Prüfung, zur Rabbinerprüfung notwendig sind. Ja? Also immer wird er Fälle finden im Torah-Studium, der wirklich lernt, um wirklich zu verstehen, was steht da. Was steht da geschrieben? Und auch wenn das nicht unbedingt immer zu rühren ist. Ja, das ist auch ein Unterschied zwischen einem guten Stern und einem schlechten Stern. Ein guter Stern ist jemand, der zwar studiert, um Prüfungen abzulegen, aber er ist auch offen, Sachen zu lernen, die nicht unbedingt abgefragt werden. Ein schlechter Stern ist jemand, dem es eigentlich gar nicht um das Fach geht, sondern der einfach nur die Tests bestehen möchte. Also holt er sich eine Abschrift, lernt auswendig, was man zu lernen braucht, und dann macht er die Prüfung. Ja, und ich glaube, jeder ist von uns einverstanden, dass wenn der erstere Student, der Medizin studiert und sich mit Fragen beschäftigt, die den Rahmen seines Studiums sprengen, wird er im Endeffekt ein besserer Arzt werden als jemand, der nur für Tests lernt. Ja, weil die Hingabe zu dem Fach ist eine andere, wenn man das macht aus der Motivation, aus der guten Motivation heraus, außer wenn man das macht aus irgendwelchen Seitenlinien. Ja, also der Mashiach lernt Torah Lishma. Drittens haben wir gesagt, er muss die Zot machen, so wie seine Vorfahren David, König David, schriftliche und mündliche Torah zugleich. Ja, also er ist nicht jemand, der nur die schriftliche Torah akzeptiert, sondern auch die mündliche Torah akzeptiert. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum muss der Moschiach den mündlichen Schriftsteller akzeptieren, beziehungsweise, und darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht mal so ausführlich geredet, warum ist das wichtig, dass es eine schriftliche, eine mündliche Tora gibt? Warum ist das überhaupt wichtig? Ja, die Antwort ist, die Tora, die Gott dem jüdischen Volk gegeben hat, ist keine Schrift, deren Platz in der Bibliothek ist. Die Torah ist eine Schrift, eine Lehre, die zeitlos ist. Und eine Zeitlosigkeit kann nur geschaffen werden, wenn es eine mündliche Übergabe gibt von Generation zu Generation. Ja, und das ist ein wichtiges Prinzip, warum für uns Juden die mündliche Torah so wichtig ist. Ja, und das ist eigentlich, was glaube ich mal, das Judentum in seiner Definition, seiner rabbinischen Definition, so außergewöhnlich macht. Das ist die mündliche Überlieferung. Ja, ich glaube zu behaupten, dass es keine andere Religion gibt, die ein so breites Spektrum an rabbinischen Festlegungen hat. An Festlegungen hat, die durch Menschen festgelegt worden sind, beziehungsweise übermittelt worden sind. Und wo ein so starker Akzent gelegt wird auf das ständige Studium und Übermitteln, wie im rabbinischen Judentum. Ja, also, diese Traditionskette und diese ständige Übergeben von Lehrer und Schüler, die ständige Hinterfragen, dieser ständige Dialog, dieser ständige Dialog ist etwas, was die Torah unendlich macht. Ja? Und vor allem auch, weil durch den mündlichen Dialog, durch die mündliche Besprechung der Torah, kommen ja auch viele neue Fälle dazu, die schriftliche Torah nicht erwähnt. Ja, viel soweit sich die Geschichte entwickelt, kommen immer wieder neue Sachen dazu. Vielleicht gebe ich Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir Beispiel Elektrizität.
Ja, die Tora selber reden kein Wort von der Elektrizität, aber wie wird Elektrizität gehandhabt? Wie soll man das verstehen nach der Halacha am Schabbat? Woher nehmen die Gelehrten, dass Elektrizität ist mit Feuer gleichzusetzen? Ja, um das zu verstehen, muss man natürlich erstmal verstehen, wie Elektrizität funktioniert. Aber das zu verstehen, muss man auch verstehen, wie unsere Weisen das Feuergebot interpretieren. Ja, wenn man nur den Torah erst hätte, sagt, mache am Schabbat kein Feuer, dann würden wir sagen, mache kein Feuer, es wird deutlich sein, mache kein Feuer. Und Elektrizität ist vielleicht kein Feuer. Aber wenn man die Interpretation der Weisen sieht, die durch mündliche Begriffe entstanden ist, die durch einen mündlichen Dialog entstanden ist, und der Dialog fördert ja, dass neue Ideen aufkommen, dass neue Gedanken artikuliert werden, das schafft die Möglichkeit, auch mit neuen Fällen sich zu konfrontieren und mit neuen Fällen auch zu besprechen. Ja, wäre die Tora nur auf eine schriftliche Stärke beschränkt, dann wäre ihr Platz nur in den Bibliotheken und als Staubfänger gedacht. Aber wenn die Tora etwas Lebendiges ist, was immer wieder mündlich überliefert wird, dann gibt es Leben der Tora. Und das ist der Grund, warum für das Judentum die mündliche Überlieferung so wichtig ist. Und das ist der Grund, warum für den Moschiach die mündliche Überlieferung so wichtig ist. Weil der Moschiach kann nicht jemand sein, der die mündliche Tora ablehnt. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema. Und dieses Thema, dieser rabbinische Aspekt der mündlichen Überlieferung als Bedingung für Moschiach ist schon eine Sache, die den Moschiach besonders rabbinisch macht und gleichzeitig andere Propheten, wie Jesus zum Beispiel, ablehnt. Ja, also Jesus hat zwar, man kann davon ausgehen, die schriftliche Überlieferung gehalten, die Lehre gehalten. Ob er sich an die mündliche Lehre gehalten hat, darüber gibt es viele Streitereien. Also es ist nicht ganz klar, sowohl historisch als auch theologisch, wie genau die Gesetzesbefolgung von Jesus war. Also es gibt Meinungen, die behaupten, dass Jesus wie ein ganz normaler Jude gelebt hat, ein ganz normaler frommer Jude gelebt hat, alle Gesetze eingehalten hat und dass erst später, zur Zeit der Kirchenväter, sich entwickelt hat, diverse Gesetze abzuschaffen, vor allem Gesetze, rabbinische Gesetze, aber sogar auch biblische Gesetze, ja? Also die zu verändern oder neu zu interpretieren. Das ist ein Weg. Aber Jesus selber, sagt man, war nicht der Reformator. Andere behaupten, dass Jesus und seine Jünger jawohl Reformatoren waren und jawohl zu der Gruppe der Essener gehört haben. Und die Essener waren Menschen, die das rabbinische Judentum abgelehnt hat. Ja, die haben abgelehnt große Überlieferungsketten und haben behauptet, dass was die Rabbiner da behaupten, oder die Pharisäer der damaligen Zeit, die Pruschen, die Pharisäer der damaligen Zeit, dass die behaupten, dass es eher eine erfundene Sache als eine direkte Überlieferung von Moses an der Geschichte. Ja, also es gibt verschiedene Schulen, sowohl in der Theologie als auch in der Geschichte. Jedenfalls aber aus Sicht unserer Weisen, ja, und das ist ja eigentlich unser Thema, also wie sehen die Rabbinen im Talmud, dass war Jesus eine Person, die sich nicht an die mündliche Lehre gehalten hat und dementsprechend das Maschiach, die Maschiach-Bedingung aus Sicht des Judentums schon an dieser Stelle nicht erfüllt. Ja, die zweite, der nächste Aspekt, schon wie gesagt, der Maschiach hat das Ziel, alle Juden auf den Weg zum Mitzvah und der Tora zu führen. Ja, an dieser Stelle kann man auch die Frage stellen, inwiefern hat Jesus unseren Juden jetzt geschafft, Israel zu den Wegen der Tora zu führen. Natürlich, christliche Theologen würden argumentieren, dass das Christentum war das neue Israel. Und das neue Israel, das ist das, was, ja, sag ich mal, zu der Tora geführt worden ist, weil vielen Heiden der Weg zum Monotheismus geöffnet wurde, durch das Christentum. Ja, aber aus Sicht der Rabbinen
hat Jesus es nicht geschafft, Juden zum zu der Torah zu führen. Ja, im Gegenteil. Die Juden, die ihm gefolgt sind, sind aus Sicht unserer Weisen vom Judentum abgetreten. Fünftens, er kämpft die Kriege Gottes. Er kämpft die Kriege Gottes. Das haben wir das letzte Mal erwähnt. Hier ist nicht gemeint der physische Krieg, ja, mit Schwert und mit Schwert und Schild, sondern hier ist gemeint der geistige Krieg. Also er kämpft für Gott, er versucht sich für Gott einzusetzen, versucht Gott in der Welt zu verbreiten. Und auch dann, wenn er diese alle Bedingungen erfüllt, wird es nur angenommen, dass er Moschiach. Um Moschiach tatsächlich zu sein, muss er noch andere Sachen erfüllen, die bis jetzt kein einziger erfüllt hat. Nämlich, wie wir gesagt haben, er muss die Israel umgebenden nichtjüdischen Völker bekämpfen und besiegen. Er muss den Tempel in Jerusalem bauen und er muss alle Juden aus der Welt nach Israel versammeln, dann ist es sicher Moschiach. Ja, und diese Bedingungen hat bis jetzt weder Jesus noch irgendjemand anders, auch kein jüdischer Mensch. Ja, weil für der falsche Moschiach Shabtai Tzvi oder wie die Chabad Lubavitch Bewegung behauptet, ihr Rebbe. Ja, also niemand von diesen Menschen hat es jemals geschafft, die anderen Völker zu besiegen oder den Tempel aufzubauen oder alle Juden nach Israel zu bringen. Ja, also aus diesem Grund gibt es viele Menschen, wo man annehmen kann, dass sie Maschiach sind. Aber ob sie tatsächlich Moschiach sind, das ist bis jetzt noch im Falle von niemandem herausgestellt. Ja. Selbstverständlich ist es so, dass die Phase, in der Moschiach kommen wird, muss natürlich die ersten fünf Eigenschaften erfüllt werden. Erst wenn die fünf Eigenschaften erfüllt und die jüdische Gesellschaft ihn als angenommenen Moschiach empfangen hat, dann versucht er das weiter auszubauen. Das war ja der Plan von Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi hat ja versucht, danach eine Armee von Juden aufzustellen, die nach Israel ging und gegen das Osmanische Imperium einen Krieg beginnen sollte. Ja, um Israel von den Osmanen zu befreien, um Palästina von den Osmanen zu befreien. Und in diesem Moment, wo das sich herausgestellt hat, ist er ja gescheitert. Ja, also als der osmanische Herrscher mitbekommen hat, was eigentlich Shabtai Tzvi der Plan, wurde er gefangen genommen und zum Islam und gezwungen zum Islam zu konvertieren. Ja, also ich glaube vielleicht Personen, wo man annehmen konnte, sein Moschiach, aber definitiv ist Moschiach bis zu unseren heutigen Tagen außer sich unserer Weisen noch nicht gekommen. Die Frage, die wir jetzt behandeln werden, ist, wie können wir uns die Zeit von Moschiach vorstellen? Was ist das Ausschlaggebende von der Zeit von Moschiach? Wir haben das letzte Mal schon gesagt, dass die Zeit von Moschiach ist nicht das unmittelbare Ziel, Frieden in der Welt zu schaffen, sondern Frieden ist ein Nebenprodukt einer ideal frommen Gesellschaft. Ja, also das Ziel von Moschiach ist, und so sehen wir das in der Beschreibung des Rambam, des Maimonides, dass das Ziel des Moschiach ist, eine Gesellschaft aufzubauen, die tatsächliche Frömmigkeit wirkt. Und nur eine Gesellschaft, die für tatsächliche Frömmigkeit wirkt, ist in der Lage auch, Frieden zu schaffen. Ist in der Lage auch, so wie der Prophet sagt, das Schaf mit dem Wolf nebeneinander zu haben. Ja? Also nur eine tatsächliche Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, die aus Fanatismus herausstammt. Eine fanatische Frömmigkeit wird per Definition niemals in der Lage sein, eine friedliche Welt zu schaffen. Ja? Niemals. Ja, wenn ein Staat oder eine Gesellschaft auf Fanatismus basiert, dann ist schon im Grundgedanken des Fanatismus ein Zerstören des anderen.
eine komplette Ablehnung des anderen. Da gibt es nicht ein Wolf und ein Schaf. Da gibt es entweder alle sind Wölfe oder alle sind Schafe. Aber das Wolf, aber den Wolf und das Schaf gibt es nicht. In so einem Sinne. Es gibt nicht verschiedene, es gibt keine Harmonie, keine Verschiedenheit. Es ist alles das Gleiche. Ja, und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum, auch wenn der Moschiach die anderen Völker zu besiegen hat, die Israel umgeben. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, die Rede ist hier von den götzendienerischen Völkern. Ja, nicht von den Völkern, die an Monotheismus glauben, sondern Völker, die Gott ablehnen. Ja, sondern die andere Gottheiten verehren und so weiter. Das was hier gemeint ist. Damit ist nicht der Monotheismus gemeint. Das ist ganz klar in den frühen Kommentatoren. Der Meiri, der Kommentator aus dem frühen 14. Jahrhundert, sagt ganz klar, dass hier die heidnischen Völker gemeint sind. Ja, also es geht hier nicht um das Zerstören von anderen, um das Judentum zu verbreiten, sondern es geht hier um die Verbreitung des Monotheismus in der Welt. Und sobald alle Monotheisten sind, in diesem Sinne kann auch der Tempel aufgebaut werden. Ja, das ist interessant. Auch hier ist zu bemerken, dass hier es wirklich nur um die Völker geht, die Israel umgeben. Ja, also nicht die ganze Welt, sondern die heidnischen Völker, die Israel umgeben. Vielleicht können wir an dieser Stelle uns nochmal ein bisschen in diese Frage vertiefen, warum das so wichtig ist, dass der Moschiach diese anderen Völker irgendwie bezwingen kann. Also, dazu ist Folgendes zu sagen. Ich glaube, ich habe das letzte Mal noch nicht darüber geredet. Aber wenn wir heute von Götzendienst reden und von Zerstörung von Götzendienst, dann haben diese Begriffe einen sehr merkwürdigen Nachgeschmack. Ja, trotz allem Guten, was wir gesagt haben, dass Moschiach fördert eine Gesellschaft von Frieden, wo das Schäflein mit dem Wolf zusammen ist. Das ist schön und gut. Aber trotzdem sehen wir doch, hier steht im Rambam, der Moschiach muss ein Schwert in die Hand nehmen und die Heiden, zerstören. Ja? Okay, es sind nicht die Heiden der ganzen Welt, aber die Heiden, die in Israel leben, müssen zerstören. Und nur die Monotheisten, die lässt am Leben. Aber wie soll man das verstehen? Meint er wirklich, dass die Heiden, sag ich mal, die heutigen Heiden, ja, es gibt heute noch Völker, die tatsächlich an mehr Götterei glauben. Ja, wenn wir den Hinduismus zum Beispiel nehmen, der Hinduismus ist keine monotheistische Religion, heißt das, dass wenn Hindus neben Israel leben würden, müsste Moschiach einen Religionskrieg gegen sie führen? Ja, was wäre der Unterschied, ich nehme das mal jetzt in den Mund, zu der IS? Ja, wäre Moschiach ein Rebellenanführer, der Israel zurückerobern möchte, einen Tempel aufzubauen und einen religiösen Staat zu gründen? Ja, also das ist eine provokative Frage, aber ich glaube, es wäre gerecht, diese Frage jetzt zu klären. Das ist eine Frage, die auch eine sehr schwierige Frage ist und oft Rabbiner von ihr abzuweichen versuchen. Die Antwort, die ich jetzt sagen werde, sie basiert auf verschiedenen frühen Kommentatoren und den Rishonim, aber hauptsächlich basiert sie auf einer Abhandlung von Rabbiner Jakob Emden. Rabbiner Jakob Emden war der Rabbiner von Hamburg-Altona in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und schon er hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Und er hat Folgendes gesagt. Rabbiner Jakob Emden hat gesagt, das Heidentum, beziehungsweise Götzendienst, ist nicht nur eine Art des Dienstes an andere Götter. Götzendienst ist a way of life. Es ist eine Art und Weise, wie man lebt. Es ist eine Art und Weise, wie man lebt im Sinne von Moral, wie man lebt im Sinne von Beziehungen mit Partnern, Beziehungen mit Frauen,
Es ist, wie man lebt im Umgang mit den Menschen, wie man lebt im finanziellen Umgang mit der Gesellschaft. Es sind sehr, sehr viele Aspekte, wie eine heidnische Gesellschaft der Antike aussah. Ja, und das ist etwas, was wir nicht oft beachten. Ja, also wenn wir über die Heiden der Antike reden, dann ist wichtig zu bemerken, dass wir nicht nur von Götzendienern reden, die Figuren angebetet haben, sondern wir reden von Menschen, die ein besonderes Way of Life haben. Ja, eine besondere, sag ich mal, Sichtweise auf das Leben. Und in diesen antiken heidnischen Völkern, außer dass sie mehr Vielgötterei betrieben haben, haben sie dazu noch eine komplette Amoral betrieben, so wie die Torah das nicht haben will. Ja, also Gott, der sich übrigens in der Parasha von dieser Woche, also in den Wochen von dieser Woche, das jüdische Volk offenbart sich am Berg Sinai und sagt, das erste Gebot, ich bin Gott, und das zweite Gebot, ihr sollt keine Götzen haben. Was will er damit sagen? Er will sagen, ich möchte euch abtrennen von diesen antimoralischen Gesellschaften, die euch umgeben. Midian, Moab, Kanaan und so weiter und so fort. Ja, diese Gesellschaften, die zum Beispiel, nur ein Beispiel, ja, die Kanaaniter hatten eine Art und Weise des Götzendienstes, indem sie ihre Kinder genommen haben und durch das Feuer gebracht haben. Die Torah sagt ganz klar, die Torah sagt, gehe nicht diesen Riten der Kanaaniter nach, weil die Kanaaniter diese Art von Götzendienst. Ja? Jeder versteht, eine Gesellschaft, die für das Verbrennen von kleinen Kindern steht, ist keine Gesellschaft, die einen Platz hat. Ein anderes Beispiel, wenn der Talmud, dass die Götze Baal Peor wurde gedient, indem man die Exkremente, seine Exkremente auf sie ausgeschüttet hat. Ja, also man ging auf die Toilette in dem Gotteshaus. Eine solche Religion hat keinen Platz in der Gesellschaft. Ja, jeder rational denkende Mensch versteht, dass gewisse Riten und gewisse Arten des gesellschaftlichen Lebens keinen Platz in einer Gesellschaft haben können. Ja, jede Toleranz hat eine Grenze. Jeder versteht das. Ja, ich glaube, jeder, wenn ich ein Beispiel nehme, das Pariser Beispiel, vor einigen Wochen, das Attentat in Paris. Jeder eine versteht, dass mit dem Islamismus muss man kämpfen. Jeder versteht das. Jeder rational denkende Mensch in dem aufgeklärten Westen versteht, dass Gesetze kommen müssen, die Hasspredigten zum Beispiel verbieten. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Deutschland jetzt Antiterrorgesetze festlegt. Ja, jeder versteht, dass man gewisse Propaganda einzuschränken hat. Jede Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Ja, natürlich kann man immer argumentieren und sagen, aber der Imam darf doch reden und sagen, was er will. Und die Nationalsozialisten oder die Neonazis dürfen doch sagen, was sie wollen. Und jeder hat ein Recht auf Meinungsfreiheit. Aber man weiß, gewisse Sachen haben Grenzen. Vor allen Dingen dann haben sie Grenzen, wenn sie die Gesellschaft mobilisieren, eine andere Gesellschaft zu vernichten. Und darum ging es bei den antiken Heiden. Bei den antiken Heiden, sagt Rabbiner Jakob Emden, war das nicht einfach nur der Götzendienst, der Gott gestört hat. Das war der ganze Way of Life, die Art und Weise, wie man eine Gesellschaft aufgebaut hat, wie man eine ideale Gesellschaft sich vorgestellt hat, war komplett das Kontra zu der Moral Gottes. War komplett das Kontra zu der Moral des Monotheismus. Wenn wir heute die Hindus haben, die zwar Vielgötterei betreiben, aber weit nicht dieses amorale Leben führen, der antiken Heiden, dann ist es was ganz anderes, auch heutzutage. Deswegen, wenn wir von Moschee reden, und die Weisen haben von Moschee geredet, zu einer Zeit, wenn die heidnischen Völker, die Israel umgeben, ein heidnisches Way of Life hat, was der Moral der Torah komplett widerspricht, solche
musste der Moschiach besiegen. Deutsche musste der Moschiach besiegen. Ja? Und das ist eine wichtige Sache, die verstanden werden. Ja, also, dasselbe gilt auch, wie in der Woche, von letzter Woche. Letzte Woche haben wir gelesen, die Juden gingen aus Ägypten raus. Und am Ende der Wochenende steht, dass das Volk Amalek die Juden angegriffen hat. Und die Kinder Israels mit dem Schwert geantwortet haben. Da kann die Frage stellen, warum? Warum so brutal? Warum gleich mit dem Schwert? Warum nicht ein Dialog? Und warum Amalek? Was hat Amalek so Schlimmes getan? Die Antwort ist, Amalek hat das Ziel, nicht nur das jüdische Volk auszurotten und zu zerstören. Das ist das Problem. Und Amalek hat das Ziel, in der Gesellschaft, in der Welt, in der Weltordnung, Gott komplett abzulehnen. Jetzt frage ich Sie, wenn Gott als Autor der Tora und als jemand, der sich in der Tora offenbart, kann er eine Gesellschaft dulden, die ihn ablehnt? Ich rede nicht von einer Stadt oder von einer Gruppe. Ich rede von einer Gesellschaft. Kann Gott eine Gesellschaft akzeptieren, die ihn im Grunde heraus ablehnt? Kann er nicht. Und die Antwort ist, schauen Sie sich Noah an. Schauen Sie sich die Wochenabschnitt von Noah an. Gott wollte nicht die Gesellschaft von Noah haben. Und warum wollte er nicht die Gesellschaft von Noah haben? Wenn wir die Tora schauen, werden wir das ganz interessant sehen. Die Gesellschaft von Noah hat zwei Fehler gemacht. Fehler Nummer eins, sie hat Gott abgelehnt. Fehler Nummer zwei, wie die Tora sagt, sie hat seine Gesellschaft von finanzieller Ungerechtigkeit. Menschen wurden bestohlen, Menschen hatten keine Rechte. Ja? Und der Talmud sagt, bemerkt, richtigerweise, dass wann sagt Gott zu Noah, ich habe mich entschieden, die Generation zu zerstören, weil der Talmud nach dem Vers, der besagt, dass die Menschen sind finanziell korrupt geworden. Bemerkt der Talmud, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Der Fakt, dass sie Gott abgelehnt haben, hat sie dazu gebracht, zu der Korruption und der unverständlichen Ungerechtigkeit, die sie den Menschen gegenüber hat. Ja, das heißt, die Tora tut uns kund, dass eine komplette Ablehnung der Göttlichkeit im Verfall der Generation enden wird. Und ein Verfall der Generation, dafür hat Gott nicht die Welt geschaffen. Und eben solche Gesellschaften, die für den Verfall der Generation, die für den Verfall der Menschheit, dazu beitragen, für den Fall der Menschheit, solche Generationen haben keinen Platz. Ich glaube, jeder von einem normal denkenden Mensch ist damit einverstanden, dass der Nationalsozialismus 1945 gestoppt werden muss. Jeder einer weiß das. Ja, jeder einer versteht, dass das passieren muss. Gibt es Menschen, die so pazifistisch sind, die sagen, Moment mal, die Vereinten Nationen hätten lieber mit den Nazis kommunizieren sollen, die Vereinten Nationen hätten lieber auf diplomatischen Wege, nein, können sie nicht, denn Hitler und sein Reich wollten keine diplomatischen Diskussionen. Und wenn sie keine diplomatischen Diskussionen wollten und sie waren eine Gefahr für die gesamte Menschheit, mussten sie militärisch gestoppt werden. Das war die einzige Möglichkeit. Und jeder versteht das. Jeder aufgeklärte Mensch versteht das. Und genauso sollte auch jeder aufgeklärte Mensch verstehen, warum der Moschiach beziehungsweise Yeshua Binun, als er nach Israel eingegangen ist, warum er die Knaaniter und alle Völker, die dort gelebt haben, nach dem göttlichen Gebote zerstören musste. Warum? Weil diese Menschen waren gefährlich für die Göttlichkeit in der Welt. Sie waren gefährlich, nicht nur für die Göttlichkeit, sondern für den Frieden in der Welt. Und aus diesem Grund wollte Gott eine Situation schaffen, dieses Heidentum aus der Welt wegzuschaffen. Und im Endeffekt, im Grunde, wurde das geschafft. Durch die Schaffung des jüdischen Staates in Kanaan und im Endeffekt danach durch, so wie Rabbi Jakob Emden sagt, durch Jesus, der aus diesem Staat hinausging und die Jünger
zu den Heiden, zu den griechischen Heiden, die den Monotheismus gebracht haben, und später durch Mohammed der Monotheismus auch in den Orient gebracht worden ist, das sind alles historische Beweise dafür, für die Ausbreitung des Monotheismus und für die Zerstörung, sage ich mal, des Heidentums. Ja, der Antike, das antike Heidentum, so wie das vor 3000 Jahren der Fall war, und so wie die Historiker es kennen, ist nicht mehr existent. Und weil er nicht mehr existent ist, gibt es keinen, so da wenn es Götzenlieder sind, gibt es keine Völker, die für die gesamte Menschheit von Gefahr sind, außer der heutigen IS. Ja? Und ich glaube, auch da kann jeder Mensch nachvollziehen, warum gegen die IS Krieg geführt wird. Ja, jeder kann es nachvollziehen. Ob wie dieser Krieg geführt wird und so weiter und wie politisch die Koalition aufgebaut ist, das ist etwas, was nicht ein Rabbiner zu entscheiden hat, sondern die Politiker zu entscheiden haben. Aber dass gegen die IS militärisch etwas gemacht werden muss, ja, das ist, glaube ich, jedem klar. Es sei denn, es gäbe hier Bereitschaft auf diplomatische Wege, die, glaube ich mal, bei den denkenden Menschen, so wie die Anführer dieser Bewegung denken, nicht der Fall ist. Es gibt keinen diplomatischen Dialog, von der es eventuell auch nicht möglich ist. Ja, also, ich möchte das nur hervorgebracht haben, dass wenn wir hier von Moschir reden, als Bekämpfer der sieben Nationen, die damals im Klaren waren und so weiter, reden wir von Nationen, die gefährlich für den Frieden der Welt sind. Das ist das, was wir wissen sollten, und so definiert das die Tora. Noch wichtig ist dabei, und das ist, wenn ich mal die Krone dessen, was ich erklärt habe, ist, dass außer, das sagen wir mal, wir uns entschieden haben und haben festgestellt, es gibt eine Gesellschaft, die für die gesamte Menschheit von Gefahr ist, sehen wir, dass außerdem braucht man noch einen göttlichen Spruch, der das erlaubt. Ohne göttlichen Spruch, ohne göttlichen Befehl wäre das nicht möglich. Und Befehl meine ich tatsächlich, dass Gott prophetisch einem Propheten erschien. Das heißt, wenn Joshua bin Nun, Josua, von sich aus der Meinung gewesen wäre, die Knaaniter und die Midianiter und alle Völker, die da sind, sind gefährlich für unsere Menschheit, wäre das nicht genug, dagegen anzukämpfen. Wäre trotzdem nicht genug, sondern man braucht dazu noch, als Höhepunkt, als Spitze des Eisberges, braucht man noch den göttlichen Befehl. Ja? Ich würde das auch, wenn Moschiach, sag ich mal, feststellen sollte, es gibt eine Gesellschaft, die hier gefährlich ist, aus Sicht des Judentums wäre es nicht genug, gegen diese Gesellschaft militärisch vorzugehen, bis es keine göttliche Offenbarung gab, die das sagen würde. Und deswegen möchte ich wagen zu sagen, dass sogar wenn, sage ich mal, wir anerkennen sollten, dass die IS, wir machen unsere Schiur heute sehr aktuell, politisch aktuell, dass die IS eine Gefahr für die Welt ist, aus Sicht unserer Weisen, wäre das, diese Tatsache, diese Feststellung, dass sie eine Gefahr für die Welt ist, nicht Grund genug, militärisch gegen sie anzugreifen. Politisch gesehen, habe ich ja gesagt, jeder einer versteht, dass das ja Grund genug ist, und deswegen gibt es diese Allianz, gegen die es kämpft und die Peschmerga unterstützt, aber aus sich unserer Weise wäre das nicht genug. Nicht einmal politisch, sondern es muss Gott kommen und sich offenbaren. Wenn im Endeffekt, ob IS oder nicht IS, sind es alles menschliche Wesen. Und der Einzige, der das Recht hat, zu entscheiden über Leben und Tod, der Einzige, der das Recht hat, zu sagen, ihr dürft das Leben der anderen wegnehmen, ist nur der Ewige. Und der Ewige offenbart sich nicht heutzutage zu Propheten. Und deswegen, solange sich niemand offenbart hat, würde auch nicht des Judentums keine Legitimation bestehen, sogar Völker, die gefährlich sind für die gesamte Weltordnung, irgendwas zu tun, irgendein Leid zu tun. Selbstverständlich als Selbstverteidigung wäre das erlaubt. Wenn ein Land sich verteidigen muss, braucht man nicht den göttlichen Spruch, um sich zu verteidigen.
sagt die Tora schon, wenn jemand dich kommt zu töten, darfst du dein Leben retten, ja, Notwehr leisten. Aber ohne der Notwehr, einfach der aktive Angreifer selber zu sein, um eben eine Zerstörung der Welt durch diese Gesellschaft zu präventieren, dafür braucht man einen göttlichen Spruch. Ja, und deswegen, Maschiach, wo angenommen wird, dass er ein Prophet sein wird, wird den göttlichen Spruch bekommen. Und wenn Gott ihm das nicht sagen wird, wird er nicht in der Lage sein, er wird nicht die Legitimation haben, irgendjemandem Leid zuzufügen oder gegen irgendwie den zu kämpfen. Gut, zum Tempelbau und zu dem Exil kommen wir das nächste Mal. Das nächste Mal werden wir darüber reden, was bedeutet der Bau des Tempels aus Sicht unserer Weisen. Wie haben unsere Weisen den Tempel gesehen? Wie haben sie verstanden den Tempel? Und was ist das, was heute anstelle des Tempels? Ich meine, der Tempel ist zerstört, aber was vertritt heute die Idee des Tempels aus Sicht der Weisen? Und ein sehr aktuelles Thema, das Exil. Da werden wir über das Exil reden, wie sehen die Weisen die Idee des Exils, das Judentum war 2000 Jahre in der Diaspora, hat jetzt einen eigenen Staat, und wie genau sehen wir diesen Staat, welche verschiedenen Zugänge gibt es zum Staat Israel, wie sehen die Weisen, dass der Staat Israel eine nicht-religiöse Führung hat, beziehungsweise ist das, dass man akzeptieren sollte, dass man nicht akzeptieren sollte, dann versuchen verschiedene Zugänge zu erklären. Ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen, wenn wir noch nicht alle wissen, dass es im Zugang zum Staat Israel verschiedene Zugänge gibt. Es gibt Zugänge, die ablehnend sind, Zugänge, die fürsprechend sind. Und ich glaube, es ist wichtig, in unserem Themenbereich mal zu erläutern, woher diese Meinungen stammen und wo ihre Quellen. Okay, das war's von mir. Wenn jemand Fragen hat, bin ich bereit zu antworten. Wir haben jetzt gesagt, warum Jesus nicht der Messias sein kann, ist manche Dinge wie zum Beispiel Pesach oder Shavuot, die sind ja auch in den neuen Schriften geschrieben. Wie ist es denn mit der Offenbarung des Johannes? Gibt es da irgendetwas Wahres drin oder ist das alles, ja, mit dem... Also da gibt es zwei Sachen zu bemerken. Also es gibt verschiedene Studien darüber, wie viel haben die Rabbiner wirklich gekannt vom Neuen Testament und wie viel haben die gekannt von der Jesus-Person? Also das ist nicht ganz eindeutig. Es gibt sogar Meinungen, die sagen, dass der Jesu, in der Talmud erwähnt, überhaupt nicht Jesus Christus ist, sondern ein ganz anderer Jesu ist. Ja, denn der Name Jesu war ein verbreiteter Name. Also die Frage ist überhaupt, ob die Weisen ihn gekannt haben, beziehungsweise ob sie eine Überlieferung geben kann. Andererseits aber ist klar, dass die Rabbinen schon sich bewusst waren über das Christentum. Und im Tata Vodazara wird doch Nazrut, also von Jesus, also von einer Gruppe, die einem jemand aus Nazareth folgt, wird darüber gesprochen. Ja, aber wie gesagt, inwiefern die Weisen mit den Schriften auskamen, ist nicht ganz eindeutig. Klar ist aber, was auch immer das Neue Testament ausgesagt hat, ja, beziehungsweise welche Dokumente auch immer den Weisen vorlagen, hatten die auf diese Weise keine Autorität. Ja, also die waren keine autoritativen Schriften. Und deswegen, was auch immer in den Evangelien steht, war für die Weisen keine legitime göttliche Quelle. Ja. Danke. Ja, ich noch Fragen. Herr Rabbiner, ja. Können Sie mich hören? Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, was Sie vorhin erwähnt hatten mit Chabad. Da gibt es ja auch der Rebbe von denen, der teilweise von manchen Leuten als Moschiach angesehen wird. Aber ich meine, er ist ja gestorben. Insofern ist es ja schon mal überhaupt nicht möglich, dass er sich irgendwie als, ich meine, kann nicht Moschiach sein. Das ist richtig. Tot. Ich meine, da sind ja teilweise auch Leute, das sind gelehrte Rabbiner, die anscheinend der Ansicht sind, wie kann das ist richtig. Sein? Ich kann das nicht verstehen. Das ist richtig. Also es gibt
Es gibt die Ansicht, diese Ansicht basiert eher auf den kabbalistischen Schriften, dass Moschiach stirbt und wieder auferstehen wird. Ja? Wir haben dieses Konzept auch im Christentum. Das Christentum kennt auch dieses Konzept von der Wiederauferstehung. Ja, Chabad Lubavitch ist der Ansicht, dass der Moschiach, der Lubavitcher Rebbe, die ersten fünf Aspekte, die wir genannt haben, erfüllt hat. Deswegen kann angenommen werden, dass er der Moschiach ist. Und obwohl er gestorben ist, wird er zurückkommen. Also er wird wieder auferstehen. Ja? So interpretiert das Chabad Lubavitch. Und dann die einzige Gruppierung im Judentum, die das so akzeptiert und so interpretiert. Ja, also, es steht doch nirgendwo etwas, dass Moschiach aufersteht. Das gibt es gar nicht. Oh doch, das, was ich sage, das basiert auf kabbalistischen Schritten. Wenn Sie wollen, kann ich zum nächsten Mal vielleicht ein bisschen forschen und mal schauen, wo die Quellen genau liegen. Aber es gibt kabbalistische Quellen, die von einem Geist des Moschiach reden, also dass der Geist immer noch lebt, obwohl die Person gestorben ist. Aber Rabbi Akiva hat das doch auch nicht gesagt. Er hat doch auch gesagt, okay, Bar Kochba ist tot, es kann nicht sein, dass er Moschiach war. Punkt. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber eben weil die ihre Meinung auf kabbalistischen Schriften basieren, ja, kann es sein, dass es zwischen den frühen Tanaim, also zwischen den Gelehrten des Talmud, der Mishnah, eine Meinungsverschiedenheit gab, was überhaupt der Moschiach ist. Also es kann so sein, dass Rabbi Akiva war dieser Meinung, aber wer sagt, dass die Halacha so wie Rabbi Akiva ist? Okay. Ja? Chabad Lubavitch hat Quellen. Es ist nicht so, dass sie keine Quellen haben. Hätten sie keine Quellen, dann würden sie das nicht mal sagen. Würden sie haben Quellen. Das nächste Mal, das wäre sehr interessant. Ja, ich kann mich nachforschen, woher genau die Quellen stammen. Soweit ich mich erinnere, liegt es an Interpretation einiger Texte, die auf verschiedene Art und Weise gelesen werden können. Und es gibt Texte, die gelesen werden können, dass solange der Geist des Moschiach nachwirkt, ja, und ich glaube, der Geist des Lubavitcher Rebbe wirkt nach, auch nachdem er gestorben ist, und der sozusagen geistig unter uns ist, das schafft die Möglichkeit, dass er wieder auch in der Physik, also physisch auferstehen wird. Oder ich werde mal genau die Quellen nachschauen, wenn das nicht schon mitbringt. Super, danke. Gut, haben Sie noch Fragen? Keine Frage. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann verabschiede ich mich von Ihnen, soweit zu mir, und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dankeschön. Also, danke an Rabbiner Baul und vielen Dank an alle Teilnehmer. Ich bin gespannt, ob Moschiach bis zum nächsten Kurs erscheinen wird. Wenn ja, dann können wir direkt davon reden, was wir gerade heute gelernt haben. Und wenn nicht, dann lernen wir ebenso weiter. Bis zur nächsten Woche. Shabbat Shalom, ein schönes Wochenende und alles Gute. Okay. Yeah.